Was geht, euer Wizard am Start? Und heute gibt's das Interview von Birol, das er mit mir gemacht hat, über meine Schizophrenie. Sehr spannendes Video. Wenn ihr Bock habt, das Video ohne meinen Kommentar und ohne mein kleines Kastel hier zu sehen, dann geht zu Birol, drückt einfach rauf und gönnt euch das normale Video. Und vergesst nicht, abonnieren und Glocke am besten alle da, dass ihr nichts mehr von Birol verpasst. Und das war's jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein, Leute. Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Und heute reagiere ich auf das Interview, was der liebe alte 4 aka Birol gemacht hat. Der ist übrigens unten verlinkt. Und yo, ich... ist ein Reaction-Video. Ich hab's zwar schon gesehen, aber ich werd's reacten. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Dampfen. Ich will zwar nebenbei dampfen, aber... Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist... Birol! Was? Ja, dann stell dich mal einmal vor, bitte. Okay, liebe Leute, hallo bei Birol auf dem Channel. Und mein Name ist... Also, wenn ihr euch fragt, warum ich so mache, wenn ich dampfe, dann nur, weil ich mein Rode Mikrofon da hab. Und... das nimmt alle Schwingungen auf und das hört man dann. Also, und ich will jetzt dampfen, also lasst mich in Ruhe. Wizard oder Fabian, ich bin ein schizophrener YouTuber. Oh, sheesh. Ich bin jetzt 23, im Jänner werde ich 24. Wann ist richtig dir deine Krankheit aufgefallen? Aufgefallen. Also, das ist schwierig. Richtig aufgefallen ist mir erst vor 1,5 Jahren. Also, ich meine, ich habe es gehabt, aber ich habe es nicht akzeptiert, weil, wie schon gesagt, ich habe göttliche Stimmen gehört und Regeln und sonst irgendeinen Scheiß. Wegen den Vorfällen war ich da ziemlich drinnen. Irgendwann bin ich dann draufgekommen, das dass das alles komplett alles Lügen waren und so, was man die Stimmen erzählt hat. Aber jetzt genau genommen tue ich die Stimmen mehr als Gedanken identifizieren, als wie ich geworden. Wann hat es bei dir angefangen? Ich glaube mit 18 ist es ausgebrochen, also mit Stimmen hören regelmäßig und alles. Mhm. Aber ich habe ja eine drogeninduzierte Psychose. Ja, es hat schon Anzeichen gegeben, die ich jetzt im Nachhinein schon gemerkt habe, aber wenn du da mal drin bist und so und Optik hast, du denkst da nichts dabei. Ich habe das einfach zu wenig hinterfragt. Aber das Lustige dabei ist, wie ich noch Drogen genommen habe, ganz am Anfang habe ich mir selber gesagt, na, ich werde eh nicht schizophren, das passt schon. Und niemals, dann bin ich eben doch schizophren. Wann hast du das erste Mal Drogen konsumiert? Das erste Mal bin ich in Kontakt mit Drogen ungefähr mit 11, aber mit Zigaretten halt. In meiner Schule haben die meisten schon geraucht. Viel zu früh, Leute. In der Volksschule angefangen habe. Mit 11. Dann habe ich da auch noch in der Hauptschule habe ich dann das erste Mal nicht. Also, jetzt mal kurz, falls das Jüngere sehen. Also, wenn man mit 11 raucht, das Problem ist, glaube ich, bei mir, das ist alles so verstrickt, das Ganze. Und weil ich so früh zum Rauchen angefangen habe, und das ist halt immer mehr geworden, bin ich halt extrem suchtanfällig geworden, weil als Kind lernt man ja am meisten. Und wenn man dann ein Suchtgift, schon mit 11, das Gehirn, das wird dann noch schneller süchtig, auch von anderen Sachen, nicht nur von eben Rauchen. Verstanden? Also... lass die Finger vom Rauchen. Zigarette geraucht. Hab's eh nicht können, einfach so rein und gepafft quasi. Und irgendein älterer Junge, sagen wir mal, hat mir dann beigebracht, wie man Lungen zugemacht. Ein und so älterer ist Junge. Zigaretten hab ich angefangen. Wann bist du zu den Härteren rübergegangen? So mit 14 bin ich das erste Mal ungefähr bei einem Festel, ein bisschen rauschig, zu Cannabis kommen, also nur so das einmal anziehen und so und blöd herumspielen halt. Und dann bin ich später, so mit 16, habe ich dann regelmäßig Cannabis konsumiert. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn ich nicht zu den chemischen Drogen. Weil ich habe sehr schnell eine Sucht aufgebaut, eine Drogenabhängigkeit und da wollte ich natürlich immer mehr. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Schizophrenie bekommen habe. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn das so weitergegangen wäre, Schizophrenie wäre nicht da. Und da sehe ich mich einfach, weil er umgebracht hätte. Getrunken, das einfach zu viel geworden wäre. Weil ich kenne zum Beispiel einen Bekannter von mir, der dann Überdosis gehabt und weg. Wie ist die Schizophrenie bei dir ausgebrochen? Viel. Also, ich habe zum Glück nicht so eine arge Schizophrenie gehabt, dass ich wirklich Menschen sehe. Aber so Silhouetten zum Beispiel oder Stimmen. Ganz am Anfang war das so, dass ich, vielleicht war ich ein bisschen heiser, aber auch unterm Tag, dass ich einfach andere Leute über mich reden, gezielt über mich und negativ über mich reden. Das war richtig kacke. Was natürlich nur Wahnvorstellungen waren. Was ist noch so alles so passiert in der Zeit? Erstens einmal Wahnvorstellungen, ziemlich arge Gespräche mit den Stimmen und so. Ich habe wirklich geglaubt, dass Gott mit mir redet. Und Aliens und so weiter. Aliens natürlich auch. Ich habe alles mit mir geredet. Träumen waren auch ziemlich arg, weil ich träume jede Nacht. Aber
Ah, keine Ahnung. Das Schlimmste, was mir passiert ist, eher ist, wie ich nach Deutschland gefahren bin und mehrere Tage Das obdachlos war dort, weil ich eine bestimmte war scheiße. Person gesucht habe, die ich in meinem Kopf gehört habe. Ja, da war ich schon in der Gosse quasi. War auch richtig In der Scheißzeit, Gosse, Junge. Was hast du denn gehört, dass du den gesucht hast? aber. Ja, das war so meine erste Liebe quasi. Da, weiß nicht, wie ich es sagen soll. Mit dieser YouTuberin, Kriegt gleich die wieder hat einen mir mein Nervenzusammenbruch, wenn ich Arbeitskollege in das der höre, Lehre gezeigt. Hab mich halt ein bisschen Digga. verliebt, da war ich noch nicht schizophren, weil es chillig drauf war Vielleicht ein und bisschen so ein schizophren. bisschen mir ähnlich. Jo, die habe ich dann halt wirklich gehört in meinem Kopf. Weil ich habe mir viele Videos angeschaut, darum hat es meinen Kopf richtig gut wiedergeben können. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, boah, ich bin so verliebt und so, auf nach Deutschland, scheiß drauf. Ich habe blind drauf vertraut, weil ich glaubt habe, das ist real. Dann hast du die in Deutschland besucht und hast auf der Straße gelebt. Ich bin nicht weit gekommen, sagen wir es so. Willst du die Geschichte hören? Ich mache eine Kurzfassung, okay? Natürlich wollen wir die Ich sagte, ich Geschichte habe es hören. durch meinen Was? Kopf gehört und eigentlich hätte ich am nächsten Tag in die Arbeit müssen, aber ich habe gesagt, na, scheiß drauf, ich habe Götter und so, Ein alles gut, schlimmer fahre ich Finger. nach Deutschland. Ja, ich habe mich wirklich in der Früh, habe ich dann beim Bahnhof, weil ich habe am Bahnhof bleiben müssen, weil eigentlich wollte ich am Vortag schon nach Deutschland fahren. Aber ich habe einen Zug verpasst. Und es ist keiner mehr gefahren und darum habe ich die ganze Nacht beim Bahnhof verbracht. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Tag, habe ich noch einen Arbeitskollegen getroffen und so. Keine Ahnung, was sich der gedacht hat, weil ich habe dann gleich angerufen, dass ich krank bin und nicht in die Arbeit kommen kann. Und dann bin ich halt schon Richtung Deutschland gefahren dann, mit dem nächsten ersten Zug, der gegangen ist. Natürlich hat mir meine Stimme, also Gott, eingeredet, dass ich früher aussteigen kann. Ich habe auch mit ihr geredet, sie holt mich im Auto ab, dass es schneller geht, dass ich nicht so lange Okay. Zug fahren muss. Bin ich That irgendwo ausgestiegen und habe halt shit is gewartet, sehr lange. real. Damals ist ja keiner gekommen, logischerweise. Die Person hat nicht an meinen Führerschein, bin ich später darauf gekommen. Also hätte sowieso nichts. Und dann hat mir die Stimme natürlich ein Angebot Kelly gemacht, Mrs. weil ich schon Willow. ziemlich fertig war. Ja, ich beam dich in ihr Haus. Ich soll aufs Klo Also gehen und das macht mich irgendwie ich bin schon komisch. drüber Ich weiß, weg, die Götter aber kennen ja alles und dass ich dann einfach ja. bei ihr bin. Ich war Listen sehr to the schizophren, muss story. man dazu sagen. Ich habe das wirklich alles geglaubt. Und dann habe ich halt beim Bahnhof alle meine Sachen liegen lassen und bin aufs Klo gegangen. Und dann, wie ich wiedergekommen ist Nicht gerade die beste Idee, aber wie die Polizei dann da war. Ich habe auch ein bisschen Schiss gehabt, ehrlich gesagt. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht in eure Cute Nice geguckt. Ja, ich schaue dann nämlich, da ist mein zweiter Bildschirm und wisst ihr, wie es rennt. Weiß nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall Polizei, Angst weg. Außerdem habe ich Götter gehört, also passt schon die schon. Polizei dort gestanden. Weil natürlich, wenn man Gepäck am Bahnhof liegen lässt, na, könnte eine Bombe sein. Da Eben. wollte ich dann auch nicht hingehen gerade und dann habe ich halt gar nichts mehr gehabt. Brieftasche, Handy, alles weg. Wollte ich weiterfahren mit dem Zug. Das war mir noch wurscht, weil ich dachte, ja, ich kaufe mir was Neues, ich bin eh bald bei ihr. Bin ich wieder in den Zug eingestiegen und in Deutschland sind die Schaffner sehr genau, sagen sie mal so. Da, ich habe kein Geld In gehabt, bin Österreich geht's hin und schwarzgefahren wieder, kann man sich und rausreden, gleich aber mal in Deutschland geht da Schaffnerin gar nichts. kommen, hab keine Karte, zurück Polizei, lasst mich bei der nächsten Station aussteigen. Da habe ich dann bei der Polizei gesagt, dass ich wen gesucht habe, dass ich bei ihr anrufen will, aber ich habe keine Nummer, habe ich ihr den Namen gesagt, den Vornamen. Den Nachnamen habe ich nur ungefähr gewusst, also hat es nicht gegeben, weil ich einen falschen Nachnamen gehabt habe. Die haben wollten da schauen, ob es die Hätte ich Person mich mal ein wirklich bisschen gibt, haben sie informieren natürlich sollen, ne? keinen gefunden. Und jo, Muss die haben schon mir dann was da reinschauen. ausgestellt, dass ich Nicht gerade mit dem da. Zug nach Hause fahren kann, weil ich kein Geld mehr gehabt habe. Ich nach Hause komme, habe ich zerstört, in der Gosse zerrissen. Mehr sage ich dazu gar nicht. Ah, ja, Und das will ich ich gar wollte nicht halt näher warten, weil ich habe ja mit ihr erläutern. geredet und sie hat gesagt, ja, sie ist bald da. Und das hat sich dann über Jo, mehrere noch 3 Tagen Tage oder noch so, war's so immer noch nicht mitgewirkt da, und alles ne? und so. Ich will jetzt gar nicht Scheiße, so genau darauf eingehen. Auf jeden Fall war ich oft bei der Bahnhofskommission, da bin ich sehr froh, dass es sowas gibt, weil die haben mir was zum Essen gegeben. Ich habe meine Neuroleptika natürlich nicht genommen, die habe ich da zu Hause lassen. Juhu. Und dann kannst du dir vorstellen, in einem psychotischen Schub ohne Neuroleptika, scheiße, richtig richtig scheiße. Scheiße. Nach 4 Tagen in der Richtig, Gosse und richtig einem Scheiße. Ärgern drang, dass ich stirb, weil ich schon am Bahnhof immer eingeschlafen bin. Und irgendwann hat mich die Polizei dann in Gewahrsam genommen, war ich quasi Gott sei eingesperrt, Dank, haben es Gott meine sei Eltern Dank, informiert ehrlich. und sie haben auch mein Gepäck gefunden, Mein mein Gepäck, Gebäck, das haben sie halt dahin was gebracht gutes zu der Gebäck.       װ││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 
und da sind meine Eltern eh schon gegangen und dann bin ich halt direkt in Österreich in die Psychiatrie gekommen. Da ist übrigens der Mirol, der ist da oben mir schwebt. Ich habe da kurz einen Blackout dann gehabt für ein, zwei Tage, wo ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Aber wie ich hinkomme, ja, das war auch scheiße. Ein paar Tage sind einfach verschwunden, wie ich von Deutschland gekommen bin. Und er hat gesagt, Herr so und so, Sie sind nicht verrückt, Sie sind krank. Yeah. Und ja, das war jetzt der Hauptkern. Im Nachhinein ganz witzig, aber in der Situation. Ja, wenn man es glaubt, so. das ist echt eine sehr schwere Krankheit. Viele in den Kreisen, wo ich so bin, also im Internet teilweise, vergleicht man das wie Krebs fürs Gehirn quasi, die Erkrankung. Was waren so noch so krasse Ausschläge, wo du selbst mal so ein bisschen gezweifelt hast, dass es doch Wahnvorstellungen sind? Nee, ganz frei geworden bin ich beim letzten Schub 2019. Das war der härteste, auch wenn ich nicht in Deutschland war. Es war trotzdem einer der härtesten, weil da war ich dann komplett drin. Das hat wieder alles aufgenommen. Von früher, die ganzen Schübe, hat sich alles so logisch angehört. Also das will ich kurz erklären. Das war so, in jedem Schub ist ja was passiert. Irgendwas mit Göttern und so, viele Geschichten. Hey, da kann ich genauere Videos machen, vielleicht irgendwann mal, wenn ihr Lust habt. Aber am Schluss, bei der letzten Psychose, 2019, beim letzten Ärgernschub, wo ich richtig drin war und alles geklappt habe, was die Stimmen gesagt haben, wo ich dachte, ich kann mit Multiversum und mit Harry Potter und sonst wen reden, eh mit allen, auch übers Unterbewusstsein ganz kompliziert, aber für mich hat sich das halt sehr logisch angehört und alles hat irgendwie so gut zusammenpasst, das, ja, keine Ahnung, das Scheiße, ne, aber jetzt bin ich eh schon wieder fit, gut. Weißt du, was das Problem war? Ich war schon ziemlich gut drauf. Gut eingestellt, alles hat passt. Ja. Dann ist eine Frau in mein Leben gekommen. Eine reale Frau, ja. Durch eine Freundin habe ich die kennengelernt beim Geburtstag und dann bin ich dann mit ihr auf ein Festival gekommen, wo eh auch andere Freunde von mir waren. Und dann bin ich wieder zu Drogen gekommen und dann haben wir mehr Kontakt zueinander. Okay, nur dass das klar steht, ich werde keinen Namen nennen und das ist eine sehr nette Person, aber sie ist nicht dran schuld, dass ich Drogen genommen habe, das wollte schon ich und ja, es war da, es war dämlich, ja. Scheiße halt, ne? Aber sie war halt eine Borderlinerin, das würde ich nicht nochmal machen mit einer Borderlinerin, weil war, ja, schlimm, in einem Moment, war schlimm, lieben sie dich wieder. Komplette Bullshit, aber am meisten hat mich aufgeregt, dass ich so viel Drogen genommen habe wieder mit ihr. Jetzt bin ich ja komplett drogenfrei, außer ein bisschen Nikotin und Alkohol und ja, da bin ich echt tief gefallen. Da war ich bis 2020 oder so, bevor ich in der Therapie war, richtig so auf 1000. Übrigens, falls man durch Trinkgeräusche oder Dampfgeräusche, tut mir das sehr leid, aber bitte steht's drüber. Läuft bei euch. Level 1000, God-Level. Und dann bin ich auf minus 100 gefallen. Hab nicht einmal gescheit mit meiner Familie mehr reden können, weil ich mich so schlecht gefühlt hab. Ich war einfach komplett zerstört irgendwie nach dem Schuh. Da war ich ganz unten. Die ganze Zeit alles heiß und so. Weil ich habe ja, stell dir das so vor, ich glaube ans Multiversum. Glaube ich immer noch. Ich habe halt mit allen, ich hätte gedacht, alle Filme und Serien gibt's im Multiversum als echtes Leben. Und mit denen habe ich kommunizieren können, telepathisch. Zum Beispiel, ich habe sogar mit Harry Potter geredet. Natürlich so im Nachhinein kompletter Bullshit, aber das war mein ärgeres Erlebnis. Leider habe ich auch mehrere Suizidversuche hinter mir. Scheiße, ne? Wegen der, das war aber ziemlich am Anfang von Schizophrenie. Da habe ich einen ernsten gehabt. Ich habe es auch mit Tabletten probiert, alles nicht funktioniert. Dann bin ich, da war ich gerade beim freiwilligen sozialen Jahr, bei der Rettung. Und wahrscheinlich war der ein Hilfeschrei, da habe ich mich dann vom Rettungsgebäude runtergehauen. Habe es zum Glück überlebt. Bin sehr dankbar dafür, weil jetzt geht es richtig bergauf. Das waren die Ärger. Existence is great. Erstmal, wo du weil du mich mit allen geplant hast oder weil dir irgendwer gesagt hat. Nee, ich habe dann auch mehrere Nervenzusammenbrüche gehabt. Ich habe mich überhaupt nicht mehr auskennt, teilweise ganz besonders am Anfang. Und wie die Stimmen ausgebrochen sind, habe ich habe nicht einmal gescheit duschen können. Ich hätte gedacht, die beobachten mich, die ganzen Leute, mit der Aliens. Ganz arge Geschichten. Ist denn aufgefallen jetzt bei dem letzten Festival da, wo du den Zusammenbruch hattest? Wo du das dir selbst dann zugestanden hast? Beim Festival war es noch nicht, aber erst so Anfang 2020 war ich dann wieder, habe ich für mich erkannt, dass das alles nicht wahr ist, dass das einfach die Schizophrenie ist. Da habe ich mich dann wieder hochkämpft und jetzt bin ich ja schon wieder ziemlich weit, ich kann ja mit dir jetzt auch da offen drüber reden.
Und ja, Drogen nehme ich mit euch halt mehr. Das ist das Dümmste, was man machen kann in der Schizophrenie. Jetzt geht es mir ziemlich gut schon. Führerschein mache ich auch schon. Was kannst du den Leuten empfehlen? Ich meine, du hast das ja alles durchgemacht, die dasselbe durchmachen wie du, die noch im Anfangsphase sind. Es ist schwierig. Man muss eher selber drauf kommen, dass man die Krankheit hat. Das muss man erstmal verstehen lernen. Und ich weiß, dass es sehr schwierig sein kann. Das Problem ist bei einer Schizophrenie, alle, die einem helfen wollen, stoßen mal weg. Man will keine Hilfe. Obwohl irgendwie schon, das ist echt ein schwieriges Thema. Man muss einfach seine Erfahrungen machen, aber auf jeden Fall Medikamente regelmäßig nehmen, wenn man Stimmen hört oder irgendwelche, okay, bei Gedanken kann man es noch nicht sagen, aber wenn man Stimmen hört oder Sachen sieht, die nicht da sind, man kriegt es nicht mit am Anfang, also man kriegt schon mit, aber man glaubt halt, das ist echt, aber mit medikamentöser Behandlung und Therapie kann man das alles sehr gut in den Griff kriegen. Ich bin, glaube ich, da ein gutes Beispiel. Natürlich muss man auch selber drauf kommen. Ich habe auch ungefähr 4 Jahre gebraucht, bis ich es jetzt ganz realisiert habe, dass das nicht echt ist. Und ich habe immer noch so Restpsychose, nenne ich das einmal. Aber ich kann jetzt schon sehr gut damit umgehen. Also nie aufgeben und brav bleiben. Also keine Drogen und so. Das bringt überhaupt nichts. Stimmen und hast so leichte Wahnvorstellungen. Ja, ich sehe die Stimmen jetzt eigentlich mehr als eigene Gedanken, die sich ein bisschen selbstständig gemacht haben. Früher habe ich Stimmen gesagt, aber eigentlich, ich habe nur von außen gehört, wenn wer über mich geredet hat. Also habe ich eigentlich schon Stimmen gehört, aber jetzt habe ich es nur mehr im Kopf. Mit denen kann ich umgehen. Weil ein Geheimtipp von mir ist, je mehr man sich selbst liebt und sich gut behandelt, desto besser behandelt True. Einem die Stimme auch. Das kommt alles von einem selber, das ist nichts Eingepflanztes oder so ein Scheiß. Wie gehst du damit um jetzt? Naja, ich mache mir auch meinen Spaß damit, manchmal mit den Stimmen, die in manchen Situationen helfen mir die. Es ist quasi auch ein bisschen Gabe und Fluch wahrscheinlich. Aber ich glaube, man hat eine Heilungschance auf jeden Fall. Und wenn nicht, man kann damit gut leben. Wie lange bist du jetzt in der Behandlung? Ja, das war immer wieder. Ich war insgesamt 11 oder öfter in der Psychiatrie. Aber jetzt derweil habe ich nur das, was ich für mich mache. YouTube und so ist eine gute Therapie für mich zum Beispiel. Darüber mit dem Reden tut man es quasi auch aufarbeiten. Therapie habe ich dabei eigentlich keine. Ich mache nur, was mir gut tut. Ja, Medikamente Spaß macht, sind arbeiten, ja auch Therapie. Ich bin jetzt beim BBO angemeldet. Das ist so von der Caritas. Psychisch erkrankt, ja, zum Arbeitseinstieg, da bin ich angemeldet, da werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr zum Arbeiten, am Arbeitseinstieg wieder anfangen können. Ich lebe mein Leben einfach. Nächstes Jahr habe ich eher eine Überraschung für meine YouTube-Fans. Ja, yeah. Mal gucken, das wird geil. Den Kanal werde ich auf jeden Fall unten verlinken. Danke. Danke, Birol. Dankeschön. Was für Medikamente nimmst du aktuell? Also, da werden nämlich 200 Milligramm Clozapin, das ist quasi der Holzhammer der Neuroleptiker gegen therapieresistente Schizophrenien. Die kriegt man sogar nur, wenn 2 bis 3 andere Neuroleptiker von den modernen nicht anschlagen, dann kriegt man die. Weiters kriege ich ein Depotmedikament, das kriege ich allerdings jetzt nur mehr alle 3 Monate. Das finde ich sehr gut. Am Anfang war es 1 Monat, aber es gibt auch eine 3-monatige Spritze. Erklär mal ganz kurz, was ein Depotmedikament ist, weil das kennen nicht viele. Ein Depotmedikament ist quasi eine Fertigspritze mit Neuroleptikern drin. Das ist das gleiche wie Medikamente, nur dass der Spiegel halt aufrecht bleibt und dass nicht so welche Schwankungen sind und das geht dann 1 Monat oder in meinem Fall eben 3 Monate. Weiters kriege ich dann noch in der Früh, wenn ich aufstehe, nehme ich noch ein Antidepressivum. Das werde ich hoffentlich bald auch irgendwann absetzen können. Jo, aber wird vielleicht ein bisschen dauern, aber über den Winter auf jeden Fall. Das Problem bei Antidepressivum ist halt, dass zuerst der Antrieb kommt und dann ist die positive Wirkung. Und darum muss man es immer gut überwachen, weil manche mit einem Mikrofonantrieb, aber trotzdem noch nicht depressiv, gibt es viele, die sich dann suizidieren wollen. Leider. Da muss man da ein bisschen aufpassen. Durch die Medikamente, durch Nebenwirkungen? Durch die Antidepressiva. Da können die Depressionen gehen erst ungefähr nach 2 Monaten, hat seine aufhellende Wirkung. Das dauert immer stimmungsaufhellend. Ungefähr halt. Ich weiß es auch nicht genau. Und dann nehme ich halt noch, ist nicht verschrieben, aber so Fischölkapseln, wo auch Ginkgo und so drin ist, einfach geil. Fürs Gedächtnis. Die und seine normale geil. Gehirnaktivität hilft mir auch, also nehme es. Also du nimmst auch einiges freiwillig und andere wurden dir verschrieben. Die ersten 3 Sachen, die Neuroleptika und Antidepressiva, da braucht man sowieso eine fachärztliche Untersuchung und Rat. Weil zum Beispiel bei der Leponex, die ich kriege, das ist das Clozapin, da muss man alle paar Monate ein Blutbild machen, weil es kann auf die weißen Blutkörperchen gehen. Scheiße, was jetzt im Schub? Du nimmst das Medikament, was passiert dann? Man muss lernen, damit umzugehen. Die Hoffnung, dass ganz weggeht.
Durch die Medikamente geht das auch nicht weg. Das Es kommt darauf an, wie weit bei mir ist das schon chronisch, die Schizophrenie. Es gibt Leute, die haben eine Woche Stimmen hören und dann nie wieder. Und ich habe es jetzt schon 4 Jahre oder so oder 5 durchgehend. Also, das ist sehr individuell, würde ich sagen. Hat deine Krankheit in deinem Umfeld irgendwas ausgelöst, jetzt zwischen dir? Natürlich. Ja, Freunde, von meinem alten Freundeskreis bin ich jetzt ein bisschen distanzierter. Teilweise auch wegen Drogen. Ich habe jetzt nicht sehr viele aktive Freunde, darum suche ich auch neue YouTube-Partner und so, mit denen ich was Leibendes unternehmen kann. Es Ja, passt einfach nicht. einfach ich so. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe halt keinen Kontakt gehabt zu der Außenwelt. Immer mehr so. Ich denke mal, wenn ich mich bei wem unwohl fühle, dann ist das nicht die richtige Person für mich. Aber wenn man krank ist und sich bei Person unwohl fühlt, dann passt es einfach nicht. Ja, dann würde ich das wieder nur runterziehen. Dann Ja, genau. deine Familie, wie steht die zu? Die hat mich immer unterstützt. Von denen größter Respekt an meiner Familie. Auch in den ärgsten Zeiten, wo ich teilweise ein ziemliches Ja. Arschloch war. Durch die ganzen Drogen und Schizophrenie. Leider, Aber aber die ist haben halt mich so. nie aufgegeben und da bin ich echt dankbar dafür. Musst du die Medikamente ein Leben lang nehmen? Es kann sein, es gibt Fälle, das hat mir mein Vater erzählt, er kennt da auch eine und die hat nach 5 Jahren oder so medikamentöser Behandlung dann wirklich gar nichts mehr gehabt. Meine ehemalige Therapeutin, zu der ich vielleicht wieder gehe, hat mir auch schon von Fällen erzählt, die einfach gar nichts mehr gehört haben dann. Aber ich kann eben sehr gut damit umgehen, mir wäre es wurscht, aber es wäre halt schön, wenn ich keine visuellen Halluzinationen mehr habe oder so. Ich weiß nicht, ob es weggeht, ich kann aber damit leben auf jeden Fall. Aber du kannst das jetzt unterscheiden von Halluzinationen. Ja, sicher. Ich tue auch viel meditieren. Das ist zwar gut für den Geist, aber meine Fachärztin hat auch gesagt, dass das bei vielen Schizophrenen auch so Triggerpunkte auslösen kann. Das Stimmen hören und dann noch meditieren und sich darauf konzentrieren. Aber ich habe quasi meine Gedanken abgeschalten durch die Schizophrenie. Das kann ich doch kurz erklären, wenn es Bock hast. Ich habe früher viel gedacht, viele Selbstgespräche und so geführt mit mir halt. Ah, worauf wollte ich gerade hinaus? Fuck. Auf jeden Fall haben die Stimmen meine Gedanken immer ausgenutzt und gegen mich Jo, verwendet. das war Dann habe ich scheiße. irgendwann gelernt, dass ich meine Gedanken ganz reduziere, ausschalte, dass halt nichts mehr gegen mich in der Hand haben. Im Nachhinein ist es sehr praktisch für die Meditation. Aber wenn man wirklich in einer akuten Phase ist und psychotisch, würde ich nicht meditieren. Ich kann es jetzt machen, weil ich bin jetzt schon geistig sehr weit, würde ich sagen. Ich würde es aber den Leuten empfehlen, die gerade damit klarkommen wollen, die das akzeptieren, dass das jetzt alles so eine Psychose ist und nicht damit umgehen können, weil viele vertrauen auch den Ärzten nicht und den Medikamenten nicht. Das ist richtig schlecht. Man kann den Ärzten ruhig vertrauen. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich sage es euch als Schizophrener, ohne Medikamente geht es bei mir gar nicht. Ich habe es einen Monat probiert, ganz ohne Medikamente. Und da habe ich dann einen richtig argen Schub bekommen. Ein Monat war es gut, aber dann nachher richtig argen Schub. War richtig heftig einfach. Und man braucht Medikamente, man braucht Therapie. Ist Es ist so. wieder ein extrem schwieriges Thema, eine extrem komplizierte Krankheit. Es ist einfach so. Man muss das ja akzeptieren erstmal. Und das Akzeptieren ist, denke ich mal, das Schwierige. Man Ich habe, wie schon gesagt, ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich es ganz verstanden habe. Jeder will das ja, denkt ja, jeder redet dir das ein. Du hast das nicht, du hörst das nicht. Ist das Ja, der eben, gleiche und Saft? man hat jetzt eine Ich weiß komplett es andere nicht. Welt quasi, wenn man schizophren ist. Man lebt quasi in der echten Welt und gleichzeitig in irgendeiner psychotischen Welt oder so, keine Ahnung. Also du hattest auch Wutausbrüche dabei. Nein, nicht wirklich. Mit Wut kann ich gut umgehen, oder? Nee, ich habe schon Feuer. Fälle gehabt, wo ich ein Ja, bisschen also das aggressiv war, Problem muss ist, ich meine ehrlich gesagt Therapeutin hat zum Beispiel sagen. gesagt, Also, hin und wieder war ich schon aggressiv, aber wie ich ganz psychotisch war. Also. Ja, kann ich euch einmal was erzählen, was ich sage, aber das lassen wir fürs Erste. ich habe lange Zeit nichts gefühlt, wegen den ganzen anderen Gefühlen, und dann war es auf einmal weg, das Gefühlsleben. Das war auch ein Grund, warum ich mich umbringen wollte. Jetzt kommen meine Gefühle halt langsam zurück, auch die Freude. Also, da wollte ich eher ein Video machen, Entschuldigung. das kommt. Ich habe da so eine neue Serie angefangen, Schizophrenie auf dem Weg der Heilung, und da will ich halt Motivationen geben für Schizophrenen und Erkrankte. Das will ich noch sagen, alle, die auf meinen Kanal schauen, wer Fragen hat oder so, kann man gerne in die Kommentare oder privat auf Insta oder so schreiben, und ich werde das gerne beantworten. Danke dir für das nette Gespräch und dass du Zeit Danke, hattest. Birol, war Gerne, mega. gerne. Und jetzt gibt es noch ein Endcut, Leute. Bis gleich. Hey Freunde, willkommen in der Endcut. Danke fürs Zuschauen und auch danke an dich, Birol, dass du das super Video mit mir gemacht hast. War richtig nice. Und ja, lasst bei ihm und mir bitte ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und
Falls ihr den Link sucht, was man halt mehr schon am Anfang gesehen hat, ist da unten vom Virus. Schaut bei ihm vorbei, der macht super Interviews und jo, haut rein Leute, peace out.